Abgesehen von den Zerstörungen an Treppen und Wand und Böden war dies aber nicht das eigentliche Problem. Das Problem waren wir selbst. Ich sah auf einmal, wie einige aus unseren Reihen ihre Armbrust herumrissen und auf ihren Nebenmann richteten und abdrückten. Es war schauerlich. Bruder wandte sich gegen Bruder. Wir kämpften nicht gegen unsere Feinde, sondern gegen uns selbst. Ich sah auf einmal, wie Oberbefehlshaber Nano schreckungslos verharrte und direkt über mir zur Decke starrte. Sein Blick folgend entdeckte ich sie. Kleine, schmächtige Männchen mit fahler Haut, Gräume. Sie hatten keine Waffen in Händen, machten keine hektischen Bewegungen, sondern starrten uns regungslos mit ihren großen Augen an. Kaum, dass ich die fünf Gestalten durch das Loch in der Decke ausmachen konnte, fixierte mich einer von ihnen. Ich wollte mich abwenden, aber ich konnte nicht. Auf einmal stieg eine unglaubliche Wut in mir empor. In diesem Moment besann sich Nanosch, wie man mir im Nachhinein erzählte, und befahl an, Armbrustschützen ihr Ziel zu ändern. Im nächsten Moment fielen mir fünf mit Bolzen gespickte Gräumleichen vor die Füße. Mit einem Mal war der Spuk vorbei. Es dauerte jedoch einige Augenblicke, ehe sich die Besessenen besannen. Es war eine finstere Beherrschungsmagie, die uns arg in Bedrängnis gebracht hatte. Da trat schon wieder eine neue Riege an Gegnern von oben in den Durchbruch heran. Nano schrie: Rückzug, Rückzug. Wir stolperten eilig in den Gang und schlugen die Türen hinter uns zu. Es ist wieder Zeit für meine Schicht. Möge Angrosch mich leiten. Sechster Kampftag. Die Vermauerungen sind gebrochen. Nein, sie haben sich aufgelöst. Auf einmal drangen diese Gruben langsam und mit grell-gelb leuchtenden Zeichen durch die Außenwände. Sie tauchten aus dem Gestein auf wie Luftblasen aus einem morastigen Sumpf. Erst einer, dann zwei, drei, bis schließlich die gesamte Vermauerung im Gange lückenlos von ihnen bedeckt war. Das Ganze ging nicht etwa mit lautem Getöse von sich. Nein, lautlos in Stille nahmen die Gruben ihre Plätze an der Wand ein. Da geschah nichts, keine Bewegung, kein Ton. Die Schildwachen zogen sich eingeschüchtert weiter in den Gang zurück und verschanzten sich am Zugang zur Treppenhaus. Eine Stunde war vergangen, da begannen die Zeichen der Gruppen zu pulsieren. Wir machten uns auf eine Explosion, etwa der eines Feuerballs oder eine Entladung eines Blitzzaubers gefasst. Aber nichts dergleichen geschah. Die Kuben schwebten einfach rotierend, wie von Geistern gezogen nach oben, wie ein Baldachin über und hinweg. Die Vermauerung war verschwunden, als wäre der Stein von den Gruben aufgesogen worden. Es blieb keine Zeit darüber nachzudenken, wie dieses Hexenwerk vonstatten geht. Denn im Gang sahen wir uns zwei Dutzend dieser Gräume gegenüber. Diesmal schienen sie sich nicht ausschließlich auf ihre Hexenkünste zu verlassen. Zwar waren sie leicht gewappnet, aber jeder von ihnen führte eine Waffe in seiner Hand, eine absonderliche als die andere. In ihren Augen loterte purer Hass, als wären unsere Völker seit Jahrhunderten verfeindet. Sie stürzten sich durch Mordlust getrieben auf uns. Immer in der Überzahl bissen sie sich bis zu zwei an einem von uns fest, während ein Dritter ihn mit seiner Waffe traktierte. Schmerzen schienen sie nicht zu spüren, zu Beginn jedenfalls nicht. Denn nach einigen Minuten schien ihre Aggressivität von ihnen abzufallen und sie flohen unter jämmerlichen Gezeter in ihre hinteren Reihen. Aber es dauerte nicht lange, da warfen die zuvor geflohen sie sich wieder in die Schlacht zurück. Es war ein ständiges Hin und Her. Kaum hatten wir sie mit Mühe und Not zurückgedrängt, da kamen sie schon wieder an, egal wie sehr ihre Körper bereits von unseren Echsen und Bolzen malträtiert waren. Letztendlich wurden wir heute immer weiter zurückgedrängt. Nur an unsere Barrikaden mit der Ballista kamen sie nicht vorbei. Achter Kampftag. Sie haben auch die Barrikade an der Zisterne genommen. Wir müssen uns immer weiter zurückziehen. Weit über die Hälfte unserer Männer sind verwundet. Ein Drittel von ihnen ist erwischt worden, wir sind erschöpft. Die ständigen Angriffe der Gnome haben uns in dieser kurzen Zeit bereits mürbe gemacht. Ich bin kein Held, ich kann sie nicht aufhalten. Wir sind in ihrem fanatischen Streben, uns zu vernichten, nicht gewachsen. Ich weiß nicht, was der nächste Tag bringen wird, ob ich fallen werde oder ob Angosch noch weitere Pläne für seinen Diener hat. Aber eines weiß ich, auch wenn ich kein Kämpfer bin und sie nicht mit der Axt aufhalten kann, so muss ich doch alles tun, um zu verhindern, dass dieser Hexenmeister weiterkommen kann als bisher. Diesen Stützpunkt mögen sie einnehmen, aber sie müssen hier gestoppt werden. Denn wenn sie bis zum Tunnel nach Morolosch gelangen und weitergehen als bis dort, wäre das Reich der Zwerge in ernster Gefahr. Unsere Brüder wären einem Überraschungsangriff dieser Macht nicht gewachsen. Es gibt nur eines, der Berg muss uns helfen, sie hier einzukerkern. Angrosch, wache über uns. Ja, und so sind die Zwerge hier unten wohl gefallen. Gut.
Irgendwie haben sie es noch geschafft, die Brücke zu zerstören, um die Gräume abzuschneiden. Vielleicht haben sie Angosch so lange, also Ingerim und Angosch sind derselbe Gott, nur dass Angosch halt der zwergische Name ist und Ingerim der Menschen, der Schmiedegott. Wahrscheinlich haben sie ihn so sehr angebetet, dass wo sind wir jetzt? Oh, wir sind hier. Das heißt, wir sind hier durchgegangen jetzt und sind hier angekommen. Das heißt, sie haben Angosch wohl so lange angebetet, bis der hier alles hat einstürzen lassen. Also das könnte ich mir nicht vorstellen, wie sie nochmal zu der Ballista-Plattform, wo wir vorhin waren, zurückgekommen sind, um sie einstürzen zu lassen. Oh, hier sind nochmal Giftpilze. So. Damit können wir den Weg zurück öffnen. Und hier geht's dann wieder raus. Gut. Es ist auch interessant, dass hier halt überall Zyklopentüren sind. Vielleicht waren es auch unter anderem die Zyklopentüren, die geholfen haben. Okay, jetzt legen wir dem Zwerg seine... Oh, Gräumengeister hier in der Haupt... Eindringlinge! Wie kamen Sie hier hinein? Sie kennen den Weg in die Freiheit. Tötet sie! Tötet sie! Ja gut, Gräumengeister. Na klar. Candidus. Ihr lieber Zwerggeist, nimm es. Aber ich kann es nicht greifen. Ich bin ein Geist. Bitte lege es zu meinem Leichnam, dort gehört es hin. So sei es. Ich hoffe, du findest nun endlich Erlösung. Erlösung, ja. All die Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wie lange schon. Jetzt wendet sich alles zum Guten. Ich danke dir. Ich gebe dir meinen Segen, auf dass du erfolgreich in diesen Kavernen sein magst, als ich es einst war. Sei mir Dank, mögest du mit deinem Amulett Frieden finden. Ja. Das bin ich. Ach, davon, von da oben kommen noch drei Geister. Das hat Gladys, gell? Naja, das haben wir ihr gegeben. Der Zwergengeist. Am Ende wurde dem Zwergengeist nicht nur sein Amulett, sondern auch seine Erinnerung wiedergegeben. Einst war auch er Kämpfer der Drachenqueste und stolzer Träger des Flammenhelms. Gesetzlich hat er seine letzte Ruhe gefunden, mit der Gewissheit, dass die Mythen, die von ihm erzählen, unsterblich sind. Das Amulett ist zu seinem eigentlichen Besitzer zurückgekehrt. Jetzt ist der Geist endlich von seinem Dasein erlöst, ganz wie er es sich gewünscht hat. Oh!
Und ja, wir haben jetzt das komplette Set. Also Schuhe, Beinschienen, Schultern, den Brustpanzer, die Armschienen, den Schild und den Helm. Hosen gibt es keine. Und hier der Slot, keine Ahnung, für was sie den geplant hatten mal. So. Das heißt, wir können eigentlich jetzt hier raus. Odysseas Gemächer. Möchtest du die Tiefen von Gondor endlich endgültig verlassen? Du wirst anschließend nicht mehr hierher zurückkommen können. Ja, ich denke mal, wir sind hier drin wirklich fertig. So. Welch ein Irrsinn. Während ihr fort wart, ist der König schier verrückt geworden. Und viele andere Zwerge mit ihm, die nun ihre Brüder angreifen. Wie konnte es dazu kommen? Wie wir das nur wüssten. Es ist als greife der Wahn des großen Drachenfeindes nach uns. Sorgorax wird den Ursachen nachgehen und sich mit euch vor dem Thronsaal treffen. Ich bringe euch schnell dorthin. Ja, beeilen wir uns. Angrosch hat uns erhört. Ihr seid zurückgekommen. Die Lage ist schrecklich. Der König und seine Krieger kämpfen gegen jene, die noch klaren Verstandes sind. Konntet ihr denn inzwischen herausfinden, warum sich König Hamgondlosh so absonderlich verhält? Karoboschan Hortiman Angroschim. Das seltsames Verhalten begann wohl kurz nachdem ihr mit Prinz Arum nach Morgulosh gekommen wart. Ich befürchte, dass die Ursache wohl der Karfunkel des besiegten Drachen sein muss. Der Seenstein? Wie denn das? Schon der Drache war eurem Bericht nach verrückt und des Wahnsinns. Und nun trägt König Aromboloch den Karfunkelstein dieses Drachen in seiner Krone. Zudem scheinen ausschließlich diejenigen Zwerge vor dem Fluch getroffen zu sein, die sich lange im Thronsaal beim König aufhielten. Und beim Stein. Wie perfide würde es denn reichen, ihm den Karfunkel wieder abzunehmen? Ich kann es nur hoffen, Prinz Arum und mir ist es gelungen, den König und mit seinen Wachen den Thronsaal einzuschließen. Sie gebärdeten sich furchtbar. Statt der königlichen Streiter stehen nun Prinz Arums Drachentöterwache. Sie können euch Zutritt gewähren. Wenn ihr euch tatsächlich hineinwagt, müsst ihr versuchen, König Arumbulus so weit niederzuringen, dass ihr den Stein aus seiner Krone schlagen könnt. Wie viele Zwergenkrieger befinden sich denn derzeit bei König Aromboloch im Thronsaal? Ich vermute, mehr als ein Dutzend noch bei ihm ist. Allerdings weiß ich es nicht genau. Wappnet euch gegen heftigen Widerstand. Ihr wollt, dass ich die Zwerge im Thronsaal angreife und nötigenfalls erschlage? Ich fürchte, wir haben keine andere Wahl bei Angrosch. Wir werden hoffentlich die meisten von ihnen nach dem Gefecht noch von der Schwelle des Todes reißen können. Aber jedes Zögern wird jetzt nur noch mehr Opfer fordern. Gortosha Mortomosh. Was geschieht da mit dem Stein? Berührt ihn möglichst nicht, sonst seid ihr die Nächsten, die dem bösen Einfluss zum Opfer fallen. Wartet auf mein Eintreffen. Dann auf ins Gefecht. Ja, ich würde allerdings sagen... Also Drachentöter stehen hier bereit. Der Wahnsinn von Morgulosh. Und wir haben, glaube ich, auch was abgeschlossen. Ja. Seltsame Erscheinungen. Ich habe viel über die Geister erfahren und konnte ihren Schatz erringen. Mögen sie in Frieden... Die Tiefenhöhlen von Goldur. Der Weg zum adamanten Herz ist kein Geheimnis mehr. Mit Hilfe des Flammenhelms ist der Weg durch die Feuerfelder zu bezwingen. Und jetzt, wo auch die Rückreise nach Morgulosh geglückt ist, kann die Expedition weitergehen. So, der Wahnsinn von Morgulosh noch. In Morgulosh ist der Wahnsinn ausgebrochen. Nicht einmal der König ist davon verschont geblieben und nun droht alles im Chaos zu versinken. Sorgorax vermutet, dass der Karfunkel in der Krone des Königs die Quelle des Übels ist. Und er scheint alle in seiner Nähe mit in den Wahnsinn zu reißen.
Triff Xolgorax beim Thronsaal. Xolgorax sollte mir tatsächlich helfen, denn er hat den Verdacht, woher dieses seltsame Verhalten der Zwerge berührt. Bringe Arombolosch zur Vernunft. Ich muss Arombolosch wieder zur Vernunft bringen, doch dazu muss ich ihm erst einmal den Karfunkel aus der Krone schlagen. Und ich fürchte, das wird sich nicht auf friedliche Weise lösen lassen. Aber ja, ich würde sagen, wir speichern jetzt erstmal hier. Das wäre Let's Play 038. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.